Hey Leute und willkommen zurück zu Vlogmas Day 11. Did you miss me? Kidding. Nein, Spaß. I missed you. Basically, falls du mir auf Instagram folgst, dann wirst du meine Story gesehen haben. Warte, ich stelle dich so hin, dass Vlogmas Day 8 und 9 ein Video sein wird wegen dem Ramazan. Basically, die Situation, ich erkläre es euch eh in den nächsten Vlogs, die alle noch kommen, aber die Situation war so, als wir in Kitzbühel waren, war der Ramazan so, wir müssen vielleicht auch ein bisschen so aus dem Hotel raus und so Sachen machen, die wir eigentlich geplant haben. Es ist eine long story, ich werde euch das alles mal erklären, aber daraufhin habe ich entschieden, dass die nächsten Vlogmases, nämlich Vlogmas Day 8 und 9, wie auch Vlogmas Day 10 und 11 ein Video sein wird. Also Vlogmas Day 8 und 9 ist ein Video und Vlogmas Day 10 und 11 ist auch ein Video und alle danach sind wieder ihre einzelnen Videos. Mein Fotoboot hat sich gerade abgedreht. Egal. Es ist Vlogmas Day 11 und ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Ich bin krank. Gestern, also Vlogmas Day 11, den ich gefilmt habe, also Vlogmas Day 10 eigentlich. Wait a minute. Heute ist Vlogmas Day 11. Am I tripping? Heute ist der 11. Never mind. Happy Vlogmas Day 10. Sorry, ich habe die Days confused. Bei Vlogmas Day 10, gestern, war ich fort im VIP und ich weiß nicht, ob dass ich dort fort war und halt nicht genug anhatte, meine Verkühlung verschlechtert hat oder dass wir auch jeden Tag in Kitzbühel mit dem offenen Fenster gepennt haben. Vielleicht war das der Grund. Jedenfalls, ich bin krank und ich kann nicht editen, aber was ich gestern im Vlogmas Day 10 gesagt habe, was ihr noch sehen werdet, aber erst nach diesem Video, ist, dass, um es wieder gut zu machen, ich 2 extra Videos hochlade für Vlogmas. Nämlich letztes Jahr, falls ihr Vlogmas 2021 angeschaut habt, habe ich 2 Tage nicht hochgeladen, weil ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Aber ich habe die Tage trotzdem gefilmt und die 2 Videos habe ich auch bearbeitet. Daraufhin, es wird heute eines von diesen Videos gezeigt. Vlogmas Day 20 und Vlogmas Day 21 vom letzten Jahr sind diese 2 Videos. Und heute werdet ihr Vlogmas Day 21 sehen, weil ich will in the festive mood kommen. Und Vlogmas Day 21 letztes Jahr war das Weihnachtsessen, was die Mimi für uns gemacht hat, für unsere Freunde. Und daraufhin war ich so... So, das ist das Erste, was ich euch zeige. Morgen kommt Vlogmas Day 20 hoch vom letzten Jahr. Und dann kommen wir wieder in den regular schedule. Es tut mir mega leid. I hope you're not too mad. And I love you. And enjoy Vlogmas Day 21 vom letzten Jahr. Also jetzt kommt Vlogmas Day 21. Morgen kommt Vlogmas Day 20. Dann kommt Vlogmas Day 8 und 9 von diesem Jahr. Vlogmas Day 10 und 11 von diesem Jahr. Und dann sind wir back to regular schedule. So, I love you. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen Vlogmas. Schau, sogar der Fury ist da. Es ist heute nicht die Fiona da, sondern extra der Fury. Seht ihr das? Für Furious. Er ist auch sauer. I love you. Hast du... Oh mein Gott. Die Lili hat die ganzen Geschenke angeschnallt. Moi! Okay. Ah, du sitzt vorne, hallo. Ach so. Na bitte. Okay. Okay, also. Ich habe heute noch gar nichts gefilmt, bis auf mein Essen, was eine klare Rindsuppe war. Und ein Carpaccio, also so... Da gibt es nicht viel zu berichten, aber jetzt fahren wir zu Mimis Christmas Dinner. Ich nenne es gern Litmus, weil... Das ist gut, gell? Ja. Die Mimi kocht ein 3-Gänge-Menü. Premium. Und ich wurde noch nie bekocht. Bro, ja, und, obwohl doch. Und das ja, ging. Und meine Eltern, das gilt nicht. Ja, nein, ich wurde einmal von einem... Doch. Wurdest du bekocht? Ich wurde einmal von einem Typen bekocht und ich fand das urkomisch. So, es war nett, aber ich war so... Ich bin 17, bitte lass mich in Ruhe. So war's. Ich war so, können wir fortgehen und uns ansaufen? Und er war so, na, ich koch dir was zu Hause. Also habe ich heute bitte, zu Mittag gegessen. Ja, ich hasse. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und dann habe ich so gegessen. So. Mm, lecker. Aber wir fahren jetzt zu Mimis Litmus und ich freue mich sehr. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung den ganzen Tag heute und nicht einmal einen Scherz. Nämlich, ich habe eine Eierspeise gegessen, ich habe so viel Kernöl drauf gehaut, dass ich nicht mal gespürt habe oder geschmeckt habe den Geschmack vom Ei. Dann habe ich gelesen, wann es abgelaufen ist und wann sie gelegen worden sind. Und dann war ich so, na gut, oh, sie waren ich werde am Heisel sitzen. Lange. Ich bin nicht am Heisel gesessen, ich habe es drin gehalten bis jetzt. Nächste. Deswegen ging es mir so schlecht. Oh, haltet das, glaubst du? Ich bezweifle es. Ab dem Moment, wo ich eine Kurve mache, wird es so... Ich habe diese... Sleigh bells ringing, diamonds blinging.
Girl, sing it. Famous season. Du schaust gut aus, Eschi. Ich auch, vor allem. Ja, du schaust sowieso immer gut aus. Mhm. Eschi. Immer Farben kombiniert ist die Eschi. Wir sind jetzt losgefahren. Also wir sind in so 15 okay. Minuten bei dir. Range Rover. Ja, klar. Tschüss, Pussy. Pussy. Das ist so total. Das ist die Tia. Ach so. Nein, aber das ist ja unnett, wenn du das sagst. Das freut mich richtig. Wer klopft an? Ich. Hallo, Klingel. Neues. Nice. Du nicht so viel fahren? Was sagen wir? Ja, was meinst du, was sagen oder so, wir? Geiles Fleisch oder so. Geiles Fleisch! Don't love. Boah, es riecht hier Porno geil. Porno. You look so pretty. Just wenn du die Schuhe ausziehen. Nein, wir halt. Oh, Bobby! Shut the fuck up. Ich habe nie mein Leben so viel Mühe gegeben. Nein, aber jetzt verarscht mich. Danke. Oh mein Gott! Ich musste nur kurz lüften, weil es war so hammer kalt hier drinnen. Ich pack mein Scheißleben gerade nicht. Das ist so hammer im Raum, oder was? Ja. Literally, I'm shaking, weil ich mich so freue. Das ist jetzt wieder gut. That's so nice. Und this song. Oh mein Gott. Moin. Mit meinem Namen sogar ein Herz. Leute, ich schwöre, es riecht in diesem Haus. Nein, es riecht so geil. Ich muss das kurz filmen, wie die Mama Mimi das macht. Die Mädels waren so 12 oder so. So schauen sie aus. Wow. Und da unten ist das Handy. Wow. Und eine Torte. Aber diese Dekoration ist so geil. Ich pack das nicht überhaupt mit den roten Flaschen. So, Eschi, mach bitte den Minuti auf. Das ist aber keine so, dass so irgendwie so, so man ist urnicht gewöhnt, gell, sowas. Karten. Von so Freunden, von, ja. Nein, Karten, so das da, so das machen normalerweise die Eltern. Ja, ja was sagt man mit We're getting old, ladies. Ich mach das jedes Jahr. Außer letztes. Cringe? Cringe. Ich muss mir keinen Cringe spielen. Nein, meine Briefe sind cringe. No, I'm not. Warte noch, Eschi. Too greedy. Oh, Mimi. Ich muss jetzt nicht jeder extra auf. Ich komm trotzdem. Normal, ich schwöre auf mein Leben, ich werde das jeden Tag tragen. Nein, die Qualität ist urgut. Wie geil! Mal, wenn wir traveln oder wenn wir Auto fahren gehen, haben wir jetzt alle diesen Pulli an, weil ja, ich habe mir auch einen bestellt. Ja! Mimi, for real, das ist so cool. Danke. Weil ich finde, das hat uns noch gefehlt. Leute, da steht EGG Holding und dann steht, warte, Tequila, Therapy, Travel und unser Foto. Mimi! Okay. Thank you. Das ist so gut. Ich trage es mit Ballen. Schau. Warte. Greifst drinnen an. Mann, es ist geil. Ist Ursaft drinnen. Eschi, Gürkje, Gushi. Warte, was bin ich noch einmal? Gürkje oder Gushi? Ich bin Gushi, du bist Gürkje. Okay. Ich vergesse das immer, was ich bin. Ein Idiot. Haha. Endlich! Alter, das ist ja urschön eingefallen. Sicher habe ich das selber gemacht. Bist wahnsinnig. Was hast du gemacht? Ja, schau, die Doppelfaltung. Dreifach. 1, 2, 3. 8,
8-mal gefallen. Seit wann kannst du irgendwas? Was? Ja, seitdem ich YouTube-Tutorials schaue. Ja, okay. Da kannst du meine Christmas-Kugel dann bitte gleich zu meinen? Sicher. Die ist ja urgeil, Alter. Oder ja. Kann man das als Schlüsselanhänger nehmen? Theoretisch. Ist ja auch geil. Oder hängst du zu meiner Special-Sammlung? Geht sich aus? Ja, sicher. Aber es geht sich nicht doppelt aus. Doch. Nein, es geht sich gar nicht einmal aus. Oh ja, mit ein bisschen Gewalt. Nein, aber nicht, dass es kaputt wird. Nein. Dann hänge ich. Das wird nicht kaputt. Ich glaube, es hackt. Ja, und schau. Perfekt, Schatz. Ich bin gleich daheim. Schatz, du kannst schon mit der zweiten Staffel beginnen. Weißt du, das ändert mein Leben. Neck is frozen. Catch me rolling. I'm the chosen. Snow is falling. Sicher, das ist ohne Spaß. Geil. Also, Eschi, schauen wir mal, wie dir das gefällt. No. Wie geil! Die Mini-Shorts. Oh, die Shorties. Oh, du hast die langen. Das ist cool. Mhm. Fuck off. Okay, das ist was Geiles. Das eben, das habe ich für dich gekauft. Thong. Nein, oh. Aber... Ah? Ja! Ein Thong. Yeah! Deswegen habe ich es für dich gekauft. Most Spaß on our next trip. Watch Ashy. Iron Outfit. Am Flughafen. Was jetzt mit mir? Bin schon ganz einsam hier. So, ich habe bei denen ja Geschenke geplant. Das, du weißt eh, was das ist. Next Step. Ich hab Demenz, ich weiß nicht mehr. Das ist eine Anekdote an unserem Wörthersee-Trip, das Abendessen im Rosé. Ah, das ist okay. So geil. Oh, es ist mein Mackie-Pulli. Ein Jahr zu spät, aber ich bekomme endlich meinen Mackie-Pulli. Oh mein Gott! So geil. Oh mein Fuck, der I Love Sweden Typ. Ja. Bro, das nächste Mal, wenn ich ins Rosé gehe, trage ich das. Ja. Danke. Hülalolorosa. Danke. Mary, da steht sogar Mac Christmas. Ja, die Rotte. Schau, was ist mit dir? Was? Noch mehr Geschenke? Du bist wahnsinnig. Das ist, weil ich auch. Boah, Bruder, das müssen wir öfter machen. Ja. Das ist, weil wir beide davon gesprochen haben, dass ihr das mögt. Oh, Eyepatches. Geil, kommt gleich jemand vorüber. Wow. Bro, aber jetzt reicht's. Komm. I saw and I was like, fuck this, Mac Steph is getting it. Ah, das ist urcool. Oh mein Gott. Das ist so cool. Wait, das ist zum Spritzen in den Mund, gell? Da kennst du nicht von TikTok, diese Gans? Danke, Bro. Das ist urcool. Alter, wir machen das mit Tequila. Einfach in den Mund. Wollen wir es jetzt probieren dann? Ja? Mit diesem, ich habe ja einen kleinen Sulder. Aber ich glaube, Tequila kann man, oder? It's made for Champagne. Bro, ja, aber danke. Prosecco. Das ist. Okay, jetzt, aber. Das ist nothing special und eigentlich ist es nicht so schön geworden, wie ich es wollte, aber es ist süß. Es ist niedlich. It's made with my heart, you know? Ich wollte gerade, du hast gerade überlegt zu sagen, ist was made by you. Wortwörtlich. Oh, du hast was bei Made by You gemacht für uns? Nein. Wie oh, lustig. Mein Gott, Lilly, das ist so. Und ein Dirty. Bei ihr ist ein Dirty, bei dir ist ein Auto. Und shut the fuck up, das ist so süß. Sie hat das selber gemacht. Ein Auto, ein Dirty, Tequila. And there's a lemon on yours as well, aber man kann es unschuldig. Bruder, das ist low-key urgut. Danke. Danke, Bro. Wirklich, das ist so der Highlight. Ja, so, nein. I love everything else, aber das ist echt ja, cool. Das ist das Beste. Ich liebe es, wie du bei mir ein Tequila und eine Zitrone da hast, weil ich immer Tequila trinke. Ja, natürlich. Danke. Urgeil. Ich hoffe, es ist. Ich dachte mir so, Bro, es kommt gleich mal. Meinen Max. Ich habe jetzt fünf. Leute, danke für die Geschenke, ohne Spaß. Danke euch allen, Bobby. Thank you. Thank you. Das ist so ein cooler Tuli. Gave it to Mama. I have an urgent need of a few things. Halleluja. Shut the fuck up. I see it already. Das ist the coolest shit ever. Das gibt's auf die Wine Glasses. Oh, das ist wirklich cool. Das machen wir gleich. Eschi! Ja? Kannst du es aufschneiden, bitte? Das ist jetzt so ein... Cause mine are always dirty. For real. Du sagst immer, sie sind sauber. Aber sie sind nicht sauber. Meine sind immer dreckig. Ey, aber warum sagst du mir immer, sie sind scheiß sauber? Bring the beat, bring the cheese, bring the cheese. Put the lights up, tis the season. Need no prince tights, no beat them. Yeah. Da ist die Mama am gucken. Oh yeah. Oh yeah. Boah, das duftet. Boah, das riecht so geil. Oh mein Gott.
mein Gott. Boah, geil. Ich schau nicht. Kannst du mir wegnehmen, dass ich meine Augen aufmachen kann? Das ist so falsch, das ist so falsch. Ich hab nicht geschaut, ich schwöre, ich hab nicht geschaut. Ich schwöre, ich hab nicht. Oh, das ist, glaube ich, Pineapple oben. Pineapple? Pineapple. Kukumba. Hat sich wieder den Kids bemerkt? Oder was ist das, so große Stücke? Nein. Kukumba. Alter, wie schneidest du die Torte? Ja, nerv mal nicht hier. Die Sonne.